Wie kriegt man 10.000 Abonnenten oder mehr auf YouTube? Das ist die Frage des Tages. Herzlich willkommen auf SMN Gaming. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit, einen schönen Tag gehabt oder einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr euch das anschaut. Ich werde euch heute ein paar Schritten erklären, wie ich es geschafft habe und wie man natürlich so viele Abonnenten kriegt. Als allererstes ist meine Portion Glück dabei. Ja, theoretisch könnte ich jetzt einfach nur ins Auto einsteigen und fahre einfach hier meine Kreise, meine Wheelies, ja, und ich bekomme 1000 Abonnenten, kann immer mal passieren, ne? Bei TikTok ist das zum Beispiel früher ganz einfach so gewesen, ist aber bei YouTube nicht immer ganz so einfach. Daher ist es ganz wichtig, nicht nur Glück zu haben, sondern ihr müsst ein bisschen aktiv sein, proaktiv sein, Werbung schalten. Also nicht unbedingt, ihr könnt natürlich auch Werbung schalten, euch das kaufen. Ich empfehle es aber nicht, weil das kostet viel Geld und das bringt nur relativ euch was ein. Daher teilt das auf Social Media, ihr braucht auch nicht mal euren richtigen Account nennen, sondern ihr nehmt einfach irgendeinen Account, euer Gaming-Account und teilt das dort oder ihr sagt Freunden Bescheid, in der Schule, bei der Arbeit oder woher auch immer ihr seid. So. Dann braucht ihr natürlich immer auf eure Qualität des Videos achten. Ja, es ist immer wichtig, dass alles so ein bisschen schön aussieht und nicht unbedingt jetzt voll verpixelt ist oder richtig hässlich ist. Dann bringt es nicht, dann braucht ihr halt mega viel Glück. Ne? Kommen wir wieder zum Glück hinzu. Und natürlich müsst ihr auch ein bisschen interessant sein, reden können oder halt interessante Themen haben. Das ist halt auch der vierte Punkt, guter Content. Ne? Diese ganzen Sachen, die ihr alle hochlädt. Entweder muss es echt gut sein, das heißt, Leute wollen sich das angucken, wieso auch immer. Zum Beispiel, wenn gerade Fortnite richtig Hype ist und du das auch feierst, es ist auch wichtig, dass du das selber feierst, dann wird auch Fortnite-Videos richtig Hype. Oder bei GTA zum Beispiel, wenn alle GTA gerade spielen, alle das feiern, dann gucken sich auch die Leute eher GTA an. Natürlich musst du da auch aktiv dabei sein und nicht nur einfach gar nichts sagen und deine Streams machen und so, das bringt nicht viel. Da musst du dann richtig aktiv sein, mit der Community reden, bis du halt vielleicht etwas erfolgreicher bist, dann kannst du halt ein bisschen mehr deine Solo-Shows machen. Aber solange man nicht unbedingt bekannt ist, sollte man viel mit der Community sein. So, was man aber auch noch machen kann, ein weiterer Punkt ist zum Beispiel, du lädst dir Sachen vom Internet runter und lädst das hoch. Sowas wie Serien, Filme, Musik, OST etc. pp. Ist eigentlich fast egal. Hauptsache, das ist zum Beispiel bekannt oder irgendein Lied, ne, was gerade aktiv ist, bekannt ist, ein Musikvideo. Dadurch kommen die ganzen Klicks. Natürlich ist das nicht ganz erlaubt, weil YouTube euch dafür sperrt bzw. strikt. Ja? Aber dadurch, weil ihr das hochgeladen habt, habt ihr zumindest ein paar Tage oder einen gewissen Zeitraum, wo ihr ein bisschen Buffer habt und wo ihr natürlich dadurch auch Klicks und Abonnenten bekommt. Und daraufhin, danach, natürlich müsst ihr das da löschen, die Videos, aber so habt ihr halt viele Abonnenten gemacht und vielleicht gefällt euer Content den Abonnenten, die ihr gemacht habt. Also, so habe ich das zum Beispiel auch damals gemacht, unbewusst natürlich. Ich wollte das eigentlich gar nicht, dass ich so viele Abonnenten habe. Das war einfach ein netter Nebeneffekt. Ich hatte schöne Videos hochgeladen von Human Weapon, das ist eine Kampfsportserie. Natürlich durfte ich das mit Laufe der Jahre dann nicht mehr machen. Ich habe das, ich glaube, 2012 oder 11 hochgeladen, ist schon ganz lange her. Bis 2014 ging das alles gut. Da hatte ich auch teilweise bis zu 1 Million Klicks auf dem Video. Das Ding ist aber halt, ab 2014 gab es dann diese ganzen Content-Rechte. Das heißt, deine ganzen Rechte, die du hast für dein Video, wenn du ein Video selber machst, hast du das Recht nur auf das Video und nicht niemand anderes. Und da das History Channel gekauft hatte, gehörten History Channel die ganzen Videos und natürlich musste ich die runternehmen. Dadurch habe ich zwar die ganzen Abonnenten behalten, oder ungefähr 10.000 waren das. Ein paar musste ich mir dann selber nochmal neu erschaffen, indem ich dann gestreamt habe und solche Sachen. Aber die meisten Abonnenten kamen halt von der Zeit von 2012 bis 2014. Und im Laufe der Jahre kamen immer noch ein paar dazu, je nachdem, was du für Videos immer drauf hattest. Natürlich habe ich das jetzt zum Gaming-Channel gemacht. Ich hieß auch früher anders. Ist aber auch eine andere Geschichte. So, das waren die paar Tipps von mir, wie man auf YouTube schnell oder erfolgreich, auch ein bisschen mit Glück, ganz viele Abonnenten bekommt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Alles Gute. Mit meinem Opel Corsa werde ich jetzt ein bisschen cruisen. Haut rein. Bis dann. Peace out.